Let's go. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute geht's um meinen neuen PC. 1700 € bei Dubaro. Wie ihr wisst, das ist der alte PC. Den haben wir für 1400 € vor 3 Jahren gekauft. Er ist in 3 Jahren nicht einmal abgestürzt und er läuft bis heute immer noch durch. Bin fast jeden Tag am Zocken, am Stream. Wir haben echt gar keine Probleme gehabt. Richtig geil. So, erstmal ein Lob an Dubaru. Jetzt geht es um den neuen PC. Wir haben zugeschlagen. Es war ein Angebot. 1599 €. Wir haben drin eine Nvidia, also 4070 Ti ist drin. Wie ihr seht, hier ist noch alles zu. Ich zeige euch gleich, was drin ist. 4070 Ti. Dann kommen wir gucken mal rein. Wir gucken mal rein. So, kriege ich das überhaupt mit einer Hand raus? Sonst muss ich kurz Pause machen. So, Mainboard. MSI Pro B650S Wi-Fi. Nice. So, sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Ist ja verbaut alles hier bei dem Dubaro PC. Das Einzige, was nicht verbaut ist, ist die Grafikkarte. Die zeige ich euch jetzt gleich nochmal im Detail. Ich mache jetzt mal die Kamera auf Seite kurz, auf Stativ. So, ich habe das jetzt mal so positioniert. Ich hoffe, das passt. Ich weiß jetzt gar nicht. Ein AMD Ryzen 7 7800 XT 3D ist drin. Und die Grafikkarte, wie gesagt, die 4070 Ti, das war halt mega geiles Angebot für den Preis. Ich habe die ganze Zeit gewartet, habe 2 Monate gewartet und auf einmal kommt dieses Angebot, weil sonst hätte er fast 2000 gekostet. Wow, hier ist die Grafikkarte drin. Ich bin gespannt, ich hoffe, alles ist ganz. Wir haben noch nichts eingebaut und ich hoffe, ich kriege die nachher rein. Ich werde euch das auf jeden Fall dann, wie sagt man, zeigen. Boah, das gute Stück, ey. Guckt euch das an. Ich weiß jetzt nicht, sieht man das? Das gute Stück. Will jetzt nicht zu viel da rumfummeln, aber man sieht es. So, ich musste kurz abbrechen, der Akku war leer. Ich habe jetzt mal den PC aus dem Riesenkarton geholt. Jetzt ist er nochmal in dem Karton. Ist ja klar. Und jetzt zeige ich euch nochmal ganz in Ruhe. Das ist die 4070 Ti. Aber sieht sehr, sehr schön aus. Hier seht ihr nochmal, was verbaut ist. Einfach Mainboard. Dann seht ihr hier noch den Lüfter. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht. AMD Ryzen 7 7800 X3D ist verbaut. Jetzt werde ich das gute Stück hier mal rausholen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er aussehen wird. So, jetzt haben wir das gute Stück ausgepackt. Hier ist auf jeden Fall nochmal extra gesichert da drin. Das muss man auf jeden Fall, bevor man den dann anmacht, sozusagen rausholen, gell, den PC. Ich bin gespannt. So, die nächsten Bilder, das nächste Video gibt es dann, wenn er dort auf dem Schreibtisch steht, dann und an ist und die Grafikkarte drin. Ich bin wirklich sehr gespannt, ich bin hype. Ich hoffe, wir bekommen das hin und ich hoffe, er läuft und alles passt, so wie bei dem anderen PC. Ich bin sehr aufgeregt, ich sag's euch ehrlich. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Es ist auf jeden Fall ein bisschen fetter wie der hier. Also wirkt jetzt nicht so, aber er ist auf jeden Fall ein bisschen fetter. Sieht man jetzt nicht ganz, doch man sieht es, er ist ein bisschen fetter. Aber geil, ich bin gespannt, wenn er leuchtet. Also. So, jetzt zeige ich euch doch nochmal vor einer Aufnahme. Ich habe jetzt dieses Polsterding hier rausgenommen. Dann könnt ihr nochmal kurz reinschauen. Jetzt die Grafikkarte noch nicht drin. Ist der Lüfter, wo verbaut ist. Dann seht ihr da den Arbeitsspeicher. Ich dachte, ich mache euch jetzt noch mal eine kleine Aufnahme. Die Lüfter hier, der ist standardmäßig. Die vorne drei beim Case hier, die sind auch standardmäßig. Und dann werdet ihr das gute Ding sehen, wenn er komplett zusammengebaut ist und leuchtet.
Boah, ich sag euch ehrlich, Es war richtig leicht, aber ich bin derb aufgeregt. Die Grafikkarte ist drin. Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Aber ich glaube nicht. Es ging ganz leicht. So, der andere PC steht hier. Den muss ich ja eh nochmal anschließen. Muss ja meine Sachen noch alles löschen und so. Aber ihr seid jetzt dabei. Fettes Gerät. Uff, ich werde ihn jetzt das erste Mal einschalten. Ich bin nervös. Ich sag euch ehrlich, ey. Warte, ich drück kurz Pause und dann machen wir ihn an. So, ich bin gespannt. Ich sag, hoffentlich läuft er. Oh mein Gott, er läuft. Er ist schon mal an. Oh Scheiße. Er ist an. Und alles leuchtet. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, ey. Oh mein Gott. Die Grafikkarte leuchtet. Der Arbeitsspeicher leuchtet. Der Lüfter läuft. Alles läuft. Da ist jetzt noch Folie drauf. Die habe ich jetzt mal drauf gelassen, sonst sieht es na klar schöner aus. Boah, ich sag ehrlich, ich bin nervös. Warum gehen die Monitore nicht an? Habe ich die ausgemacht? Ich muss gucken, warum die Monitore nicht angehen. Habe ich die überhaupt eingesteckt? Die Monitore sind nicht an. Scheiße, jetzt gucke ich, warum. Digga, ich bin der Beste. Ich dachte, alles ist kaputt. Es ist an. Ich habe einfach, ich bin so nervös. Ich habe einfach die Monitore vergessen einzuschalten. Es läuft. Oh mein Gott, ey. Ich werde noch mal ein Video machen, wenn diese Folie weg ist, wenn alles an ist, Warzone installiert ist. Boah, ich bin happy, ey. Es sieht so geil aus. Ich zeige euch noch mal von nah. Es ist sehr ruhig, läuft gut. Hier muss ich halt die Folie dann abmachen. Und dann zeige ich den euch am Ende nochmal vom Ding. Guck, die Anschlüsse habt ihr hier oben. Dann zeige ich euch hinten. Ah, ich glaube, hinten könnt ihr jetzt nicht sehen. Ja, nichts Besonderes. Auf jeden Fall. Puh, er läuft. Ich sag euch ehrlich, ich habe noch nie im Leben eine Grafikkarte eingebaut. Das war bös leicht. Also wer Angst hat davor, ist easy peasy. Reinstecken, zwei Stecker reinstecken, zwei Schrauben und fertig. So, wir haben es geschafft. Ich bin happy. Warzone wird installiert, Call of Duty. Ich bin gespannt. Und wie versprochen, ich habe jetzt mal die Glasscheibe abgemacht und zeige euch den PC mal. Ich zeige euch nochmal als Ganzen. Also es ist auf jeden Fall eine Nummer größer, wie mein Alter, ein bisschen breiter. Sehr krass, was für eine Luft da hinten rauskommt. Ich bin gespannt, wenn ich zocke. Auf jeden Fall mega kühl. Das ist die Grafikkarte, also die hebt wirklich sehr, sehr gut. Hab hinten mit drei Schrauben, dann wird die ja nur reingesteckt, reingeklippt. Also ich habe es mir echt schlimmer vorgestellt, als es war. Es war mega einfach. Das ist der Lüfter, wie ihr seht. Also wirklich sehr, sehr schön und alles funktioniert. Das ist das Wichtigste. Jungs, Mädels, lasst ein Like da, kostet euch nichts. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach unten in die Kommentare. 1600 € hat das Ding gekostet. Let's go!